Sie fragen, wir antworten aus dem Menschenwitze-Zentrum in Hamburg. Viele Fragen haben uns erreicht über besorgte Eltern, die sehr unsicher sind, wie sie sich verhalten, wenn ihre Kinder Auffälligkeiten zeigen, wie Unruhe, Unsicherheit, Schulängste, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, Bauchschmerzen sehr oft. Und diese Symptome treten häufig oder geballt auf, immer wieder chronisch, und niemand weiß so richtig, was zu tun ist. Ich möchte drei kleine Sequenzen vorstellen heute, wie Sie zu Hause mit ganz einfachen Möglichkeiten Ihr Kind stabilisieren können. Diese Unruhezustände gehören in die erste Tiefe. Die erste Tiefe sind unsere ersten 15 Lebensjahre, in denen die Milzfunktionsenergie eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich zeige Ihnen hier den Ankerschritt. Und diesen Ankerschritt, der schiebt die ganze Milzfunktionsenergie an und liegt wie ein Schutzschild über der Energie der Kinder, dass sie ausreichend sich regenerieren können, die Energie auch wieder zur Verfügung steht, um zu denken, um zu lernen und um sich auch wieder zu beruhigen. Sie legen eine Hand auf das Steißbein Ihres Kindes und die andere Hand legt sich an die Innenseite des Fußknöchels hinter dem Knöchel in die Vertiefung. Und diese Sequenz halten Sie 20 Minuten und schieben somit die gesamte Milzfunktionsenergie an. Das Kind muss dafür nicht liegen, das geht auch im Sitzen. Das Kind muss dabei sich nicht still verhalten. Sie können die Lieblingsgeschichte vorlesen. Und so wird die Milzfunktionsenergie wieder in der Lage sein, vorne aufzusteigen und kraftvoll für Ihr Kind zur Verfügung zu stehen. Das Energieschloss Nummer 14 in der Mitte unseres Körpers, vorne unter den Rippenbögen, auf der rechten Seite und auf der linken Seite, regiert die absteigende vordere Energie. Das heißt, wenn wir zu viel hören, zu viel sehen, zu viel lernen in der Schule, zu viele Eindrücke aufnehmen, das Essen nicht verstoffwechseln können, dann hat die 14 auf der Vorderseite des Körpers Stress. Und dieser Stress führt dazu, dass Kinder zum Beispiel unruhig schlafen, Einschlafstörungen haben, Albträume haben, das Essen nicht mehr so gut verdauen können, in eine hyperaktive Phase kommen nach dem Essen, in der Schule sich nicht mehr konzentrieren können. Deswegen ist es sehr hilfreich, beide Energieschlösser Nummer 14 abends vor dem Einschlafen zu halten. Wenn das Kind zu Ängsten neigt und Sorgen hat, am nächsten Tag zum Beispiel in die Schule zu gehen oder Ängste hat vor Klassenarbeiten oder vor Reisen mit der Klasse, dann setzen Sie sich bitte ans Fußende und fassen kurz vorm Einschlafen die Energieschlösser Nummer 5, die ich Ihnen schon gezeigt habe, vom Fuß her beide Fünfen halten, bis das Kind ganz sanft einschläft. Für das Kind selbst ist die allerwichtigste Unterstützung, die es sich selbst geben kann, den Daumen zu halten. Dort gibt es keine Vorgaben, wie der Daumen zu halten ist, sondern er wird sanft ummantelt und gehalten. Wenn Sie noch mehr Fragen haben oder noch stärker interessiert sind zu dem Thema, wie Sie in den Familien Ihre Kinder unterstützen können, am Samstag, den 11. Mai, öffnet das Menschenwitze-Zentrum Hamburg seine Türen für alle Interessierten. Alle sind eingeladen, Familien, Eltern, Großeltern und auch die Kinder. Dort wird es keine Vorträge geben. Es gibt die Möglichkeit, individuelle Selbsthilfe zu erfahren und die Kinder werden parallel dazu spielerisch das Jinjinjitsu zu erlernen können. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Glück in der Anwendung.